Wie soll sich die Klever Innenstadt entwickeln? Auf welchen Stärken können wir aufbauen? Welche Schwächen müssen beseitigt werden? Diese Fragen wollen wir im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Kleve gemeinsam beantworten. Dazu werden beispielsweise öffentliche Workshops und Stadtspaziergänge organisiert, bei denen alle Teilnehmer ihre Ideen einbringen können. Die Ergebnisse werden in Konzepten zusammengefasst, die in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden. Das integrierte Handlungskonzept beschäftigt sich ja nicht nur mit Steinen oder ein bisschen Platzgestaltung, sondern es bezieht ja alle Akteure mit ein. Das geht von den jungen Menschen, die junge Mitte, die junge Innenstadt bis zu den Älteren. Dazu gehören dann aber auch Konzepte Barrierefreiheit, sodass wir auch für alle Besuchergruppen einen ungehinderten Zugang zu allen Zielen gewährleisten wollen. Insofern werden wir gerade über diese Detailplanung in diesem Bereich doch wesentliche Verbesserungen herbeiführen können, sodass die Innenstadt noch attraktiver wird und noch mehr Aufenthaltsqualität bekommen kann. Ob Platzkonzept, barrierefreie Innenstadt oder junge Mitte. Ziel aller Konzepte ist es, die Klever Innenstadt für alle Menschen noch ein Stückchen liebens- und lebenswerter zu machen. Ja, eine ganze Menge ist bisher erreicht worden. Wir haben mehrere Konzepte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt erarbeitet. Zum Beispiel ein Platzkonzept, barrierefreie Innenstadt, ein Besucherleitsystem und vor allem das Projekt Junge Mitte, welches mir besonders am Herzen lag. Es stehen noch Mittel zur Verfügung für das Stadthallenumfeld, für den Rathausvorplatz, für die Umgestaltung des Baggermatts und des Parkplatzes an der Lindenallee. Ich wünsche mir für die Klever Innenstadt eine lebenswerte Innenstadt für die Gäste und für die Bürger der Stadt Kleve, zum Beispiel durch eine hohe Aufenthaltsqualität.